So, hallo an alle zur nächsten Folge von Sparkcheck, deinen Kanal. Es kommt mal wieder eine, ne? So viel zum Thema Regelmäßigkeit. Ich muss halt immer ein bisschen gucken, dies und das. Und jetzt gerade habe ich gedacht, komm, machst nochmal eine Folge. Also folgendes, ich habe mir einen neuen Kanal rausgesucht. Für diejenigen, die jetzt nicht wissen, worum es geht oder was das Ganze ist, Sparkcheck, deinen Kanal. Das heißt, ich schaue mir den einen oder anderen Kanal an und sage da ein paar Sätzchen dazu. Aufgrund sämtlicher Urheberrechtsfragen, was auch immer, blende ich hier absolut gar nicht ins Video ein. Ist mir völlig egal, kommt nichts rein. Und nutze einen weiteren Effekt, um den entsprechenden Kanal ein bisschen zu promoten, denn die Zuschauer, also du, genau du, der jetzt gerade zuschaut, ist während dem Video praktisch, oder es ist empfohlen, sage ich jetzt mal, so lange auf dem Kanal zu sein und mein Video im Hintergrund laufen zu lassen, dass ihr das mithört, wenn ich was über diesen Kanal sage. Das heißt, ihr könnt jetzt theoretisch auf den ersten Link in der Beschreibung klicken, das heißt rechtsklicken, neuen Tab öffnen zum Beispiel, das Video pausieren, dann erstmal den Kanal aufmachen. Okay, und das Video weiterführen, dann werde ich ein bisschen was dazu erzählen, so hat man es besser im Überblick und kann sich auch selbst ein Bild davon machen. Also folgendes, so, erstmal öffnen alle und dann würde ich sagen, sage ich ein bisschen was über den Kanal. Gut, ich nehme an, dass das ist jetzt nebenbei parallel passiert, ihr sollt jetzt den Kanal sehen. Der Name ist Standby Gamer LP. Von farblichen her ist es sehr, einseitig, aber dazu komme ich gleich. Fangen wir erstmal an mit Punkt 1, Hintergrund und Profilbild. So, Hintergrund habe ich mir angeschaut. Ja, rot, ne? Also, das ist wahrscheinlich in Kanaleinstellungen einfach nur als Hintergrund die Farbe rot eingestellt. Das ist kein Bild, glaube ich, sondern es ist einfach nur rote Farbe Hintergrund. Das kannst Kanaleinstellungen einstellen. Das lasse ich als gar kein Profilbild gelten. Selbst wenn es ein Bild ist, was rot hochgeladen ist, dann ist es schon... Naja, also vom eigentlichen designerischen Wert her, ich würde sagen, auf Hintergrund gebe ich leider 0 Punkte. Also da kann ich nichts machen im Prinzip. Zum Thema Profilbild muss ich sagen, okay, wir haben schon mal eins. Es ist einfach ein Ausschaltknopf. Also man kann einfach Off-Button mal bei Google Bilder eingeben, da gibt es jede Menge von dem Zeug. Wahrscheinlich, ich habe jetzt nicht das entsprechende gefunden, aber es kann wohl sein, dass man auch das Bild da entsprechend irgendwo findet. Vielleicht hat er da ein bisschen das noch vergrößert, weil der untere Rand zum Beispiel vom Profilbild von diesem runden Kreis, unteren, auf jeden Fall von der unteren Hälfte des Ausschaltbuttons, da ist ein Stückchen noch mit abgesäbelt. Keine Ahnung, ob das reingezoomt ist oder was auch immer. Jedenfalls, naja, ich gebe einen Punkt, weil das Bild da ist, aber ich meine, Profilbild sollte ja auch etwas Markenkennzeichnerisches für den Kanal sein. Wir haben Off-Button. Sollen wir den deshalb ausschalten, also den Kanal gar nicht erst drauf gehen? Nein. Also ich denke mal, das kann man nachvollziehen. Also ihr wisst, was ich meine. Ein Off-Button einfach nur so, weiß nicht, was hat das? Ja, Standby halt. Vielleicht mit dem Namen noch in Bezug, aber okay, ich finde es ein bisschen zu simpel. Man hätte es vielleicht kreativer machen sollen. Ich gebe ihm einen Punkt, weil es zumindest ein Bild ist, was da ist. Also, ja, okay. Gut, das heißt, auf Hintergrund Profilbild von 10 möglichen, das heißt 0 von 5 für Hintergrund und 1 von 5 für Profilbild, wären das insgesamt 1 von 10 insgesamt für Hintergrund und Profilbild. So, dann zweitens Videos, allgemein Bildqualität, Tonqualität, Format, Stimme und alles mögliche so zusammen. Wenn man da mal in so ein Part reinschaut, da kommen so einige Eindrücke. Erstens, von der Bildqualität ist soweit eigentlich alles okay, habe ich eigentlich nichts dran auszusetzen. Normal stand mir sich HD. Wunderbar. Format ist auch eingehalten, 16:9, das heißt, du hast nirgendwo nervende Balken. Im Wesentlichen ist okay. So, Tonqualität ist soweit, ja, ich hätte was aussetzen bei der Tonlautstärke. Also Tonqualität, im Wesentlichen was Störendes habe ich nicht gefunden, aber die Lautstärke ist ein bisschen gering verhältnismäßig. Also man muss im Vergleich zu anderen Videos hier Boxen schon extrem aufdrehen. Das heißt, du müsstest vielleicht eventuell, also jetzt an den Videohersteller, ein bisschen mit einer höheren Aufnahme, ja, Sensibilität aufnehmen oder einfach nur die Tonspur etwas lauter machen. Es ist schwerer zu verstehen allgemein. Also ich würde es generell lauter machen, deshalb würde ich sagen, soweit, ja, okay, da vielleicht, naja, ouch. Aber ansonsten, eine Sache noch, mir ist aufgefallen, allgemein noch so in Videos mit drin, auch beim Reinhören, es hört sich sehr gelangweilt an, finde ich jedenfalls. Das heißt, wo ist da die Energie in der Stimme, wo ist da die Fähigkeit zu moderieren, so eine Art. Also man muss das ja ein bisschen interessant gestalten, aber es kommt mir so, und ja, und das da, ne? Und das da, ne? Ach ja, und hier, also so, ich weiß nicht, so,
als ob man leise sein muss, weil im Nachbarzimmer einer schläft, so nach dem Motto. Also man kann ruhig beim Moderieren ein bisschen aus sich rausgehen, vieles rausholen, aus der eigenen Stimme, aus den Themen, und es muss einfach Spannung da sein. Das hat mir da in dem Fall, naja, es kam mir so ein bisschen gelangweilt vor. Gehört zwar jetzt nicht so ganz mit dem Video oder rein technischen Aspekt mit rein von den Videoverarbeitungen und so weiter und so fort, wird es aber hier mit einfließen lassen gerne, weil allgemein das Video von betroffen ist. So, also in Punkt 2 jetzt. Deshalb würde ich sagen 8 von 10. Machen wir 8 von 10 draus. Also im Wesentlichen eigentlich okay. So, dann Punkt 3, letzter Punkt, Regelmäßigkeiten, Aktivität. Ich habe geschaut, letzten Woche hast du 3 Videos hochgeladen, davor im Schnitt so ungefähr 5. Ist nicht allzu schlecht. Theoretisch, ich weiß nicht, LP-Kanal, finde ich, dass eigentlich schon ein Video am Tag möglich sein sollte. Allzu viele Punkte würde ich dafür aber auch nicht abziehen. Ich würde sagen, ich gebe dir dafür auch 8 von 10 Punkten, also relativ gut in dem Falle. Und zusammengerechnet sind das dann 8 plus 8 plus 1, sind dann 17 von 30 Punkten. Das sind bei mir in der Rechnung 56,7%. Und wenn ich auf den Notenschlüssel gucke, Schulnote Wikipedia, wir machen normal den ersten Notenschlüssel, den ich da gefunden habe. Ab 50% gibt es eine Note 4 oder unter 67 bis einschließlich 50 gibt es die Note 4. Und da liegst du genau mittendrin und dementsprechend würde ich das Ganze auch mit einer Note 4 bewerten. Da kann man einiges rausholen, vor allem erstmal bei der designerischen Aufmachung, sage ich jetzt mal. Da kann man einiges tun. Und ja, gut, das wäre jedenfalls meine Meinung dazu. An alle, die jetzt zuschauen, ihr könnt jetzt theoretisch auch noch euren Senf dazu abgeben, dafür ist die Kommentarbox da. Und das wäre es dann gewesen. Eine Sache noch zum Hinweis für die Leute, die eventuell jetzt interessiert sind. Oh, ich könnte ja auch mal gerne, oder würde auch gerne mal drankommen. Weil unter anderem jetzt geschätzte 2000, ja, ich schätze mal, es sind 2000 Leute, sage ich jetzt mal, die auf euren Kanal gelotst werden, auch gerne mal da vorbeischauen sollten. Dann schickt mir doch bitte eine Videoantwort an dieses Video hier. Ich mache es jedes Mal neu. Also ihr könnt, wenn ihr schon eine alte Videoantwort an ein älteres Spark checkt habt, die erneut hier drauf posten. Dann nehme ich die auch an. Und ja, ihr solltet jetzt aber die Bedingung unter 200 Abonnenten haben, sage ich jetzt mal. Über 200 ist so eine Grenze, wo ich sage, okay, er hat hier schon was. Und Leute, die unter 200 haben, denen kann ich die Möglichkeit geben, dadurch nochmal einen Sprung nach oben zu schaffen. Also so eine, es ist ein Push für die etwas kleineren, sage ich jetzt mal. Bei 200 hat man schon etwas, bei drunter, naja, da könnte man noch was machen, nie? So. Gut, unter 200 Abonnenten und einfach, das Video sollte maximal 1 Minute lang sein und sollte extra drauf hier abgestimmt sein. Also bitte keine vollen Let's Play-Folgen von irgendwas, was ihr schon vor einer Woche hochgeladen habt oder so. Also, wenn, dann auch gleich eine Anfrage an mich, wo ihr euch kurz vorstellt und welche Projekte ihr macht, und dann kriege ich schon mal so einen ersten Eindruck. Ihr könnt versuchen, meine Aufmerksamkeit auf eure Videos zu fesseln, sage ich jetzt mal. Je interessanter das ist, umso interessanter oder so eher schaue ich da rein. Manchmal ist es auch einfach nur Zufall, wo ich reinschaue. Das kann auch sein. Selbst wenn ihr nichts übermäßig Tolles hinzaubern könnt, ist die Wahrscheinlichkeit trotzdem hoch, dass ich da reinschaue, wie ihr jetzt schon an diesem Spark-Checked-Video sehen könnt. Also derjenige hat ja auch eine Bewerbung, sage ich jetzt mal, als Videoantwort geschickt. Und ja, hab gedacht, okay, schaust du am Kanal vorbei, den nehme ich doch. Gut, so, also das waren die wesentlichen Infos dazu. Ich bin am sinnlosen Hin- und Herquasseln. Wer jetzt noch da ist, kann Bananentorte schreiben. Ich will nur wissen, wie lange die Aufmerksamkeit noch da ist. Und dann sehen wir uns bis zur nächsten Spark-Checked-Folge oder auf 3 Trilliarden anderen Videos auf meinem Kanal, diesen oder Hauptkanal. Vlogs, Zauberwürfel, alles Mögliche ist mit drin. Tschüssen!